Ja, servus Leute. Heute testen wir mal wieder ein Qualitätsprodukt von Komet, die Goldrauschfontäne. Da haben sie es eh nochmal extra hingeschrieben. Qualität. Toll, ja. Schau mal, wie schief die überhaupt steht. Ja, das ist ja die Qualität. Die haben es für Italien eigentlich gemacht. Das ist, dass sie so ähnlich ist wie der schiefe Turm von Pisa. Na schau, da brauchst du nicht mehr fächern. Die brauchst du hinstellen. Sonst ist eh schon schief. Das kostet ja die Arbeit. Ich muss schon mal anrufen bei einer und fragen, ob man sich schon nach gewissen Grad haben kann oder so. Ja, boah. Aber man muss das Ding noch cool. Rieselt eh schon raus. Kennt man. Kennt man bei den Firmen. Na ja, Wahnsinn. Egal, schauen wir mal, was sie kommt. Vielleicht ist es nicht besser als gedacht. Wir machen uns nur lustig. Boah. Ich gucke gleich um, ja. Ich kann nicht stehen bleiben. Aber ich gehe weiter zurück, falls das Ding einmal hochgeht. Wahrscheinlich von lauter Qualität. Wissenschaft. Ja, das ist aber klar, das Ding. Ne? Aber zerfetzt ist das schnelle Bordblender. Was war denn das? Krempel. Gib jetzt noch das Finale, oder? Ja, das war's. Boah, das war jetzt aber schon mager. Du musst gleich Kerzen umzünden. Oder auf dem Adventskranz kannst du ja. Was soll ein Drechenstoß? Das ist ungefähr das gleiche wie die Kuchen von denen. Ja. Eigentlich. Allein mit der breiten Flamme. Sonst ist es eigentlich genau der gleiche als in oben. Ne? Das ist die Flamme fast gleich wie beim Adventskranz. Ja, braucht kein Mensch. Ne? Scheiße halt. Aber ich hab mir schon verstanden. Ja. Ja. Muss man nicht haben. Nein, auf alle Fälle nicht. Stinken tut es ja. Was? Handwärmer kannst du dir einnehmen. Ja, im Winter, wenn es kalt wird. Aber das ist so richtig sowas. Ja, Müll. Ja, ich finde glaube ich den Müll. Kann ich eh gleich wieder einnehmen. Ja, eh. Da ein FBA-Müllkübel. Feuerwerke, ja bitte, aber nicht so eins. Nein, das nicht. Ne. Das braucht man nicht. Ja, oder was, das ist eh schon wieder gewesen. Ja. Also, noch bis zum nächsten Mal. Und Servus. Servus.